Willkommen zurück hier zu Maniac Mansion. Und wir haben hier ein Regal. Ein Garagenregal. Jo, aber hier ist ein Wasserhahngriff. Kann ich den benutzen? Ist da überhaupt ein Wasserhahn dran angeschlossen? Warte mal, jetzt. Hier. Nein. Vielleicht kann ich ihn mitnehmen. Ja, ich kann ihn mitnehmen. Okay. Ah, vielleicht gibt's irgendwo gibt's scheinbar einen Wasserhahn, den ich benutzen kann oder so. Warum ist hier eine Zementplatte im Boden? Kann ich die irgendwie hochheben? Oder mitnehmen? Oder mich draufstellen? Oder dran ziehen? Nein, scheinbar nicht. Na gut. Dann tun wir einfach mal das Offensichtliche und benutzen den Autoschlüssel. Was? Modifizierter Raketenantrieb. Hua. Ah, Trunk. Eine Box voller Werkzeug. Schauen wir doch mal rein. Du kannst sie nicht öffnen, okay? Aber mitnehmen kannst du sie, okay? Vielleicht mit dem Schlüssel. Nee. Kann ich sie jetzt öffnen? Nein. Einfach so. Nee, genau, habe ich gerade. Er kann sie nicht öffnen. Warum kann er sie nicht öffnen? Hat er vielleicht den falschen Schlüssel? Nope. Dann versuchen wir diesen Schlüssel. Nein, das funktioniert auch nicht. Weird Ätzel. Ein sehr seltsam ausschauendes Ätzel. Was ist Ätzel? Was bedeutet Ätzel? Keine Ahnung. Modifizierte Raketenengine. Boah. Benutz die mal. Aber du kannst doch bestimmt mit dem Schlüssel. Nein. Du kannst vielleicht mit dem Schlüssel das. Ja. Was? Ah. Huch. Was ist denn da passiert? Hä? Was hab ich getan? Nein. Was hab ich gemacht? Oh Gott. War ich das? Keine Ahnung, ob das jetzt schlimm war oder nicht. Ich hatte im Auto noch irgendwas drin war. Oh mein Gott. Naja, ich habe auf jeden Fall die Toolkiste. Das wird wohl das Wichtigste gewesen sein, hoffe ich. Oh Mann. Okay. Hier ist ein Faucet-Handle. Nope, das ist die falsche. Übrigens, guck mal. Hier liegt eine Taschenlampe. Ha, die nehme ich doch mal mit. Die wäre wahrscheinlich das eine oder andere Mal ziemlich praktisch gewesen. Im Dunkeln. Sie braucht Batterien. Ja, Moment. Ah, Moment. Das ist einfach. Das ist einfach. Das kriege ich hin. Ja. Gut, keine Ahnung, ob sie jetzt an ist oder nicht. Macht gerade keinen Unterschied. Aber vielleicht in einem dunklen Raum dann. Hier rechts. Da war nichts. Da ist die Bibliothek. Also, gehe ich mal wieder hoch. Und gehen wir mal. Ha, warte mal. Ha! Ich habe eine Münze. Ihr wisst, was das heißt. Ich habe eine Münze. Eine Münze heißt, ich werde Meteor-Mess spielen. Nein, warum nicht? Dann eben Kill Thrill. Oh, komm schon. Ach komm schon, das ist so schön. Schade. Dann will ich aus Frust mein radioaktives Wasser drüber kippen. Okay, das funktioniert leider auch nicht. Schade. Ach herrje. Ach herrje. Mir fällt gerade auf, ich habe noch eine neue Schallplatte. Ne? Ah, und ich habe einen neuen Schlüssel. Wo ist er denn? Da ist er. Nein, ist auch der falsche Schlüssel. Schade. Gut. Aber wie gesagt, ich habe eine neue Schallplatte. Das heißt, ich kann doch. Die Kassette ist noch unten. Wie es aussieht. Dann hole ich mir die mal eben. Weil, keine Ahnung, was ich. Nee, ich weiß nicht, ich nehme es mal mit. Ja, mit. Es spielt noch.
nicht mehr. Pickup Cassette Player. Nein, nicht den Player. Kassette. Mann, Mann, Mann. Alles muss man dreimal erklären. Aber gut, bei diesem alten Spiel ist das halt nun mal so. Warum auch nicht? Ein bisschen die Leute dazu erziehen, präzise zu arbeiten. So, faszinierend, genau. Achso, die lief noch. Okay, dann nehme ich die mit. Und tu stattdessen das hier rein. Und dann schauen wir doch mal, wie sich diese Tentakel-Geschreie anhören. Ist die Vase gerade gesprungen? Die ist von Lärm kaputt gegangen. Okay. Ja gut. Dann ist das ja wohl eigentlich ein No-Brainer, ne? So, nehmen wir mal auf. Schau ein bisschen Fernsehen zum Ablenken. Bla 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 bla. 222 Skyscraper Way. So, sehr schön. Und den fürchterlichen Lärm mache ich bitte auch mal aus. Dann wollen wir nochmal schauen, ob die Kassette nicht den Kronleuchter zum Platzen bringt. Haha. Ich hätte echt gedacht, dass man irgendein Werkzeug braucht, um da hochzukommen, aber. Ach ja, natürlich nicht. Das war ja zu einfach. Das wäre ja viel zu einfach. Oh, das klingt so herrlich. Ah, das Fenster ist weg. Okay. Okay. Gut. Danke. Genug. Danke. Das reicht. Kannst du das mitnehmen? Das ist bestimmt wert. Das ist Gold. Nimm das mit. Das ist wertvoll. Oh, hey, Jeff. Was machst du denn hier? Rostiger Schlüssel. Nimm den mal mit. So, da hinten, wie gesagt, war nix. Moment, vielleicht kann ich mit dem Werkzeug die Treppe reparieren. Andererseits kriege ich die Werkzeugkiste ja auch nicht auf, ne? Aber... okay, er kann sie damit nicht fixen. Schade. Ah, aber Moment, der Schlüssel könnte für... nein, ist er nicht. Diese Werkzeugkiste fasziniert mich. Muss ich zugeben. Ich wüsste sehr gerne, was es damit auf sich hat. So, jedenfalls. Jetzt gehe ich erstmal mit Dave hier runter. Und Jeff. Ich weiß nicht, ich glaube, die laufen immer hier so durch den Hauptgang durch, die Leute, die hier wohnen. F. 1 bis 3. Ich hab noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, welche Taste welcher Charakter ist. Aber mit den F-Tasten wechsle ich da jetzt gerade immer durch. Das geht einfacher, als da unten drauf zu klicken. So, braucht es hier irgendwo... genau, das hier war doch zu heiß, ne? Genau, aber vielleicht kann ich ja den Griff hier anbringen. Nein, kann ich nicht. Vielleicht kann ich es ja mit Wasser kühlen. Vielleicht kann ich mein Dosenessen darauf kochen. Auch nicht. Ich könnte es mit Fruchtgetränken kühlen. Keine Ahnung. Page Remover. Nee, der ist bestimmt oben für die Wand. Hey, hier ist offen. Hier ist immer noch offen. Aber egal. Ich möchte die Tür aufschließen. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Schauen wir gleich mal. Die Tür ist verschlossen. Ah, jetzt. Hey! Bernard! Hey, komm doch raus! Du bist wieder da! Sehr schön. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal hier unten stehen. Er hat ja nichts dabei irgendwie von Interesse. Also sein Inventar ist leer, würde ich damit sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Charaktere verschiedene Fähigkeiten haben oder nicht. Ich habe es bisher noch nicht gemerkt in irgendeiner Weise, aber naja, ich weiß nicht. Wenn ich irgendwann nicht weiterkomme, mache ich das vielleicht, dass ich tausche. Aber jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier nicht weiterkomme. Von daher passt das schon. So, jetzt mal testweise, um zu sehen, wie das aussieht. Ah, okay, so sieht das aus. Interessant. Hä? Ohne Taschenlampe? Was?
ohne Taschenlampe habe ich trotzdem so ein Kreislicht. Den hatte ich vorher aber nicht. Den habe ich jetzt plötzlich nur dadurch, dass ich die Taschenlampe besitze. Ist ja witzig. Nun gut, war ich hier drin? Ja genau, da ist dieses Zimmer. Dann gehen wir doch mal hier rein. Uah! Ah! Edna. Okay, gehen wir hier rein. Ah! Oh Gott! Noch mehr Menschen. Moment, aber wie gesagt, es gab doch vorhin eine Klingel. Und danach ist er runtergelaufen. Da kann ich zumindest den einen hier mal ablenken. Wo ist denn die Klingel? Das? Ah, tatsächlich. Guten Tag. So, Dave. Sollte sich vielleicht verstecken. Oh, die Türklingel. Das ist vielleicht mein Paket. Dave, ab ins Zimmer mit dir. Ab ins Zimmer, jetzt sofort. Da rein. Puh, gut. Sehr schön. Ein Hamster. Oh, how cute. Den nehme ich auch mal mit. Kaki. This side up. Diese Seite nach oben. Den nehme ich auch mit. Strategisches Kommandochart. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Ein Flieger-Jet-Modell. Ein X-Wing-Modell. Oh, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Und dann haben wir hier ein Sparschwein aus Glas. Oh, kaputt. Mist. Hier sind nochmal drei Münzen, die nehme ich gerne mit. Faszinierendes Fenster. Ja, mach mal auf. Nee, okay. Hat der vielleicht irgendwas im Bett? Schau doch mal an. Achso, faszinierend. Schläg dich entschlafen. Nee. Kannst du es vielleicht von der Wand wegziehen? Nein. Was ist das? LFL-Ura. Nimm mal mit. Kann ich nicht. Drück's wieder fest. Geht nicht. Kannst du das Schild nicht lesen? Jetzt raus hier! Verschwinde! Ah! Das ist ja... Der wird ja quasi teleportiert. Okay, ich hatte gedacht, dass die Leute durch das Haus durchlaufen. Wenn sie irgendwo hingehen. Aber nee, die verschwinden da, wo sie sind und erscheinen da, wo sie hinwollen. Okay, gut. Ich würde mal sagen, Bernard macht das, was er am besten kann. Er lässt sich einsperren. Und zwar von Edna. Und dann dürfte die Gute zumindest für eine Weile abgelenkt sein. So wie der andere gerade etwas, glaube ich, ne? Wieder Ed oder so. Gerade durch die Klingel. Ich verstecke dann erstmal Dave hier drin. Und dann schauen wir mal. Hi! Ein ungebetener Gast. Ich hab dich. Wie dumm von mir. Ich hätte dich an mein Bett festbinden sollen. Ja, genau. Hättest du tun sollen. So, jetzt schnell zurück. Schnell hier rein. Und was haben wir hier? Telefon. Parfüm. Kant. Etwas. Terrible, hat eine Pflanze. Faszinierend. Kissen mitnehmen. Heartshape, ja, das sehe ich. Oh, ein Schlüssel. Den nehme ich mit. Und ein Nachttisch. Der ist, kann ich den öffnen? Faszinierend. Nein, öffnen. Dann benutzt den Schlüssel damit. Nee, okay, ich muss nicht. Ja, gut. Dann ab nach oben. Okay, was haben wir hier? Ein Gemälde. Oh, ist der hässlich. Lampe. Perfekt. Ein Fenster. Und, ja, keine Ahnung. Was ist hier sonst? Warum ist der so hässlich? Was ist mit dem Hamster eigentlich? Süß. Kann ich den Hamster mit dem... Keine Ahnung. Ist das... Warte mal. Nicht an... Ist das... Aha! Ein Safe.
Wie war das? In Notfällen 9111 wählen. Das hat nicht funktioniert. Aber hier ist eine Nummer. Leider viel zu klein zu lesen. Du könntest aber vielleicht das wassergefüllte Glas hier als Lupe benutzen. Wie wir nämlich alle wissen, funktioniert das. Allerdings denkt Dave da nicht dran und kriegt es deswegen auch nicht auf die Reihe. Aber guck mal, der Hamster ist so klein, der kann das bestimmt vorlesen. Mit seinen kleinen Äuglein. Okay, kann er auch nicht. Gut. Dann bin ich überfragt. Gehen wir nach unten. Oh oh. Na, okay. Wie dumm von mir. Ich hätte dich an mein Bett festbinden sollen. Ja, das wissen wir schon. Okay. So, Bernard, mach dich mal. Warte mal, quatsch nicht. Die Tür ist so offen, oder? Oh ne, die ist verschlossen jetzt. Okay, aber ich hab den Schlüssel. Von daher. Who cares? Ich flutsch einfach direkt raus. Das passt schon. Das passt schon. Nichts passiert. Alles gut, alles gut. Okay, wofür ist der Händel? Was kann ich mit dem hier machen? Wo brauche ich den? Lass mal nachdenken. Ich hatte hier drin nichts. Genau. Moment, ich habe einen neuen Schlüssel. Ha! Oder habe ich ihn schon ausprobiert? Ich weiß nicht. Nö, muss ich nicht. Schade. Ach genau, oben waren noch die Schubladen. Fotolabor, vielleicht kann ich dort mit diesem neuen Schlüssel die Schubladen öffnen. Schlüssel mit. Ne, okay, auch nicht. Und der andere nur zur Vollständigkeit. Funktioniert auch nicht. Autoschlüssel wäre ziemlich dumm. Und die anderen beiden habe ich auf jeden Fall schon ausprobiert. Gut. Tja, ne? Ich bin gerade irgendwie überfragt, ein bisschen. Ich habe drei Münzen. Was könnte ich denn machen? Ich könnte das radioaktive Wasser dem Hamster geben. Das funktioniert nicht. Ich könnte den Hamster mit Tentacle Chow füttern. Das funktioniert auch nicht. Ich könnte den Hamster mit... Nein. Vielleicht kann sich das radioaktive Wasser ja durch den Koffer durchfressen, damit ich ins Werkzeug komme. Nein, auch nicht. Dann kann ich den Hamster vielleicht mit Dosen füttern. Nein. okay, das ist mir jetzt irgendwie alles ein bisschen zu blöd. Keine Ahnung. War ich da drin? Ja, war ich. Genau, hier wollte ich hin. Okay, ich kann ja die Pflanze schon mal gießen. Ich versuche es einfach mit allem Möglichen. Ketchup. Hey, so ein Mensch schmeckt bestimmt besser mit Ketchup, oder? Ich würde so gerne mit ihr reden. Schade, dass ich sie nicht füttern kann. Nee, das funktioniert nicht. Den anderen habe ich, glaube ich, auch schon. Ich konnte sie ja mit der Pepsi... das funktioniert nicht. Mit der Pepsi konnte ich sie ja gießen. Vielleicht kann ich sie ja... nochmal mit irgendwas. Ah, natürlich, damit vielleicht. Oh, wow. Kann ich jetzt mit ihr sprechen? Nee, kann ich nicht. Hä? Was? Ich kann da hoch? Hier, ich kann da hoch. Hä? Ich kann da hoch? Oh mein Gott. Das ist ja. Hä? Freitags Super Mario oder wie? Okay, ja gut. Da muss man erstmal drauf kommen. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ich würde sagen, hier beim Teleskop schauen wir uns nächstes Mal um. Es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Hier ist ein Slot für Münzen. Aber ich habe ja 4 Münzen, also gehe ich mal davon aus, dass alles passt. Ja, was mit diesem Teleskop auf sich hat, ist es wirklich, wirklich, wirklich kräftig. Also stark, keine Ahnung. Powerful. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir nächstes Mal. Es schaut... die Trajektorie eines Meteoriten, der auf die Erde eingeschlagen hat. Das ist wahrscheinlich der im Intro runterkam. In dem pinken Schleim, schätze ich. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.